Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner in Hagen und ich habe heute für euch einen Dodge Ram, der wird höher gelegt. Er kriegt einen 3 Zoll Bodylift, das heißt, der Rahmen bleibt wo er ist und die Karosse des Autos wird 3 Zoll höher gelegt. Und das zeige ich euch jetzt. Wir haben vorher gemessen, wie hoch das Auto war. Wir hatten vorher 99 cm, das heißt Höhe Boden bis Oberkante Radlauf. Und jetzt kommen, nachdem wir dieses schöne Höherlegungsset gekauft haben, das ist das hier. Ein Teil ist schon dran gebaut oder dran gehalten zumindest. Das hier. Das wird verbaut. Das bedeutet, ich zeige das mal an einem. Das ist dieser Spacer, nennt man die, oder kann man die nennen, die haben verschiedene Namen. Und die werden im Endeffekt zwischen Rahmen und Karosse dran gebaut und dadurch kommt die Karosse um 3 Zoll höher. Der Rahmen bleibt, wo er ist. Unterschied zum Suspension Lift oder Suspension Kit, da wird auch der Rahmen mit höher gelegt. Hier, das ist die günstigere Variante und die schnellere und einfachere Variante auch mit dem Bodylift, das Auto höher zu legen. Die Spacer, man muss natürlich ein bisschen Vorarbeit leisten, das ist hier jetzt schon passiert. Wir haben jetzt hier schon Stoßstange abgebaut und ein bisschen vorbereitet. Und damit ihr das sehen könnt, das ist ein Punkt. Hier kommt einer dieser Spacer zwischen. Das heißt, das ist jetzt noch vorher. Hier unten, das wird alles abgeschraubt und gelöst. Und dann soll das hinterher, kommt das Ding dazwischen. Und dann ist der Body etwas angehoben, um 3 Zoll. Das wird vorne hier gemacht. Das sind nur Halteplatten. Da haben wir jetzt eine schon dran. Die andere Halteplatte liegt hier noch. So sieht die aus. Die kommt dann hier drauf. Damit wir hinterher natürlich den Rest wieder dran schrauben können, weil natürlich dann alles etwas höher ist. Dann ist hier der nächste Punkt. Das heißt, hier kommt noch so ein Spacer dran. Im Endeffekt wird das rund um das ganze Auto gemacht. Ich kann euch jetzt nur noch hinten zeigen, weil wir hinten vorbereitet haben. Hinten ist nur etwas schwieriger zu sehen. Und zwar, so sieht das Ganze aus, wenn die Stoßstange abgebaut ist. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Zeigestock hier. Und zwar haben wir, hier ist der Rahmen, damit ihr das sehen könnt. Das ist die Ladefläche hier oben, der Teil. Und dazwischen, hier zwischen, kommt der Spacer. Das heißt, auch hier gleiches Prinzip. Wir nehmen den Spacer und der kommt da oben, da drunter. Das machen wir jetzt. Nein, jetzt machen wir erstmal Frühstückspause. Danach gehen wir dran und bauen das Bodylift ein und dann zeige ich euch gleich mal das Nachherergebnis. Bleibt dran, bis gleich. Kurzer Zwischenstep. Wir haben hinten schon fertig. Jetzt sind wir vorne dran und ich zeige euch einmal, wie das Ganze aussieht. Und zwar, ihr erinnert euch, das hier war die Stelle, die vorher zusammen war und wir haben es jetzt schon mal vorbereitet. Jetzt kommt der Spacer einmal dazwischen. Der wird jetzt einfach da reingesteckt. Dann kommt von unten die Schraube rein. Der lange Ding da, genau. Und das war's. Wir schrauben das Ganze jetzt natürlich noch fest und machen das vernünftig. Und das ist vom Prinzip so, wie der ganze Apparello vorne aussieht. Jetzt zeige ich euch hinten nochmal. Und zwar ist er hier auch schon drin. Ihr erinnert euch, wie das vorher aussah. Hier haben wir das Ding jetzt schon drin.
Und auf der anderen Seite genauso. Und jetzt machen wir mit dem Rest weiter. Jetzt kommen gleich noch alle restlichen Spacer, werden noch eingebaut. Und dann geht's raus zum Messen. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir haben unser 3 Zoll Bodylift Kit in unseren REM eingebaut. Und jetzt zeige ich euch, was sich verändert hat. Ich bin schon mal bewaffnet hier mit meinem Zollstock, damit wir gleich messen können. Erster Eindruck. Ich finde es schon mal fett. Er ist optisch extrem gekommen und wenn wir jetzt mal messen, dann erstmal, wir haben ja gestern gemessen von Mitte zu Mitte. Gestern hatten wir 99 cm und jetzt sind wir bei 106. Das heißt, wir haben 7 cm Höhe dazu gewonnen. Ich finde allerdings optisch sieht es nach mehr aus als 7 cm. Es ist rund, es ist, mir gefällt es total gut. Meine Meinung zu noch höheren Stufen, ich würde persönlich es nicht noch höher legen, weil es mir aus optischen Gründen noch krasser nicht gefallen würde, aber Geschmäcker sind verschieden. Wir haben es auch schon mal noch höher gelegt, weil die Kunden das wollten. Das kann man nach ganz eigenen Wünschen machen, wie es einem gefällt. Aber hier sind wir erstmal mit den 7 cm schon sehr zufrieden und ich hoffe, der Kunde gefällt das genauso gut. Es ist eine Frau, was man vielleicht anhand der Farbe sich schon hatte denken können, dass es kein Mann ist, der dieses Auto fährt. Aber ja, das war unser Video zum Höherlegungssatz oder zur Höherlegung eines REMs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.